So, dann fangen wir mal an. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zu unserem Webinar, Einführung in Kanto. Herzlich willkommen erstmal. Mein Name ist Florian Plumer. Ich bin vom Kanto Marketing und darf Sie heute durch unser Webinar führen. Wie immer ganz kurz vorab die Information für Sie. Sie sind alle stumm geschaltet, können aber schon über das Fragen-Tab an der rechten Seite, dass Sie sehen, Fragen stellen, wie dann am Ende des Webinars gemeinsam alle gesammelt beantworten werden. Und natürlich bekommen Sie wie immer eine Aufzeichnung auch zugeschickt nach dem Ende des Webinars, wo Sie sich dann nochmal alles in Ruhe anschauen können. Dann stelle ich vor unseren heutigen Gast und DAM-Experten, meinen Kollegen Thomas Mockenhaupt, unseren Chief Sales Officer. Schönen guten Morgen. Ja, hallo Thomas. Thomas hat sehr viel Erfahrung im Bereich Digital Asset Management, betreut seit Jahren Kunden und kennt sich wie kein Zweiter in der Branche aus und wir sind natürlich froh, dass wir ihn heute hier haben und er wird uns gleich ein paar Tipps und Tricks rund um Kanto zeigen. Bevor wir richtig loslegen, verliere ich noch ein paar Worte über Kanto, obwohl Sie, nehme ich mal an, Kanto schon mal kennengelernt haben. Kanto ist ein Anbieter für Digital Asset Management Lösungen und weltweit aktiv. Wir heben uns dadurch hervor, dass wir einen Ansatz verfolgen, bei dem der Anwender im Fokus steht. Das heißt, bei uns geht es nicht nur um technische Raffinesse, um Features, sondern es geht einfach darum, wie gut Sie tatsächlich in Ihrem tagtäglichen Arbeiten unterstützt werden durch Kanto. Das zeigt sich zum Beispiel auch eben auf den Bewertungen, die wir bekommen. Kanto ist aktiv auf allen großen und gängigen Bewertungsportalen, die Sie hier sehen. Da können Sie auch nochmal unabhängig nachlesen, was Kunden und Anwender so über uns schreiben. Und für uns ist das auch ein wichtiges Feedback, nämlich, wie gesagt, uns geht es darum, dass Sie auch mit Kanto gut arbeiten können. Und von diesen ganzen vielen Vorschlägen und diesem ganzen Feedback nehmen wir auch immer gerne viele Anregungen auf. Alle paar Monate gibt es ein neues Update für Kanto. Und die Features, die wir dann jeweils hinzufügen, kommen ganz oft auch von unseren Kunden. Und so wird Kanto stetig weiterentwickelt und verbessert. Und wie genau sich das da niederschlägt, wird uns jetzt Thomas in einer Demo zeigen. Bühne frei. Super, vielen Dank, Florian. Sie müssten jetzt meinen Bildschirm sehen mit dem Startbildschirm eines Kanto-Systems. Und das kann natürlich dann komplett auf Sie angepasst werden mit Ihrem Logo, Ihrem Hintergrundbild, Ihrem Willkommenstext, gar kein Problem. Und selbstverständlich kann jeder Benutzer zu Beginn seiner Arbeit auch direkt die Sprache auswählen, mit der er arbeiten möchte. In dem Fall habe ich jetzt mal Englisch eingestellt. Und nach der Anmeldung bin ich dann auch direkt im System und kann beginnen zu arbeiten. Und Sie sehen schon, das Ganze ist sehr visuell, sehr aufgeräumt, sehr übersichtlich von der Struktur her. Und hier kann ich mich jetzt entsprechend bewegen. Und ein ganz wichtiges Element ist natürlich das Thema Suchen und Finden in so einem System. Und da haben wir zwei ganz wichtige Möglichkeiten. Auf der einen Seite haben wir hier links eine sehr schöne Ordner- und Albenstruktur, die ich mir aufbauen kann. Und selbstverständlich kann diese Ordner- und Albenstruktur über entsprechende Rechte verfügen, sodass Sie einstellen können, wer darf was sehen und wer darf was nicht sehen. Und selbstverständlich ist es so, Sie können ein Bild in mehreren Ordnern und Alben ablegen, ohne dass Sie Dubletten haben, also nicht so wie heute auf Ihrem Dateisystem. Wer jetzt sagt, naja, Ordner und Alben ist jetzt nicht so mein Ding, ich möchte eigentlich lieber filtern, so wie ich das bei Amazon, eBay oder Zalando mache, wenn ich entsprechend suche, gar kein Problem. Selbstverständlich bietet Kanto auch die Möglichkeit, mit Filtern zu arbeiten. Und diese Filter beruhen zum einen auf all den Informationen, die wir standardmäßig aus Ihren Daten auslesen können, plus denen, die wir durch künstliche Intelligenz rausholen. Und da möchte ich auf zwei Dinge ganz wesentlich hinweisen. Zum einen haben wir eine Objekterkennung. Das heißt, wir können Objekte in den Bildern erkennen und automatisch verschlagworten. Und wir haben Gesichtserkennung mit eingebaut. Und das ist in Zeiten von DSGVO super hilfreich. Stellen Sie sich vor, die Susanne kommt irgendwann zu Ihnen und sagt, hey,
zeig mir doch mal, wo bin ich eigentlich überall drauf. Dann ist das ein Mausklick und ich habe sofort alle Bilder identifiziert, wo die Susanne abgebildet ist, alleine oder mit anderen. Und ich kann dann auch direkt erkennen, ob denn auch, wie hier unten angezeigt, das entsprechende Model Release mit diesem Bild verknüpft ist. Also sprich, liegt denn die entsprechende Einverständniserklärung vor, dass ich die Bilder auch so verwenden darf? Und das eben direkt miteinander verknüpft, das macht es halt echt super einfach. Ja, wenn ich was gefunden habe, was mir gefällt, mit dem ich gerne arbeiten möchte, dann kann ich einfach das Bild einmal anklicken, bekomme das dann sehr schön groß angezeigt. Auf der rechten Seite bekomme ich verschiedene Metadateninformationen angezeigt und im unteren Bereich kann ich mir einblenden lassen die verschiedenen Verknüpfungen, die es beispielsweise zu diesem Bild gibt oder die mit diesem Bild verknüpft sind. Kann es auch wieder ausblenden. Und hier kann ich jetzt sogenannte Ad-Hoc-Workflows starten. Ich kann also jetzt zum Beispiel hier einfach so eine Bubble hinsetzen und jetzt kann ich eine Person oder eine Gruppe ganz gezielt anschreiben und sagen, hey, Rainer, sei mal bitte so lieb, retuschiere mal die Satteltasche von rot nach grün. Dann bekommt der Rainer eine E-Mail mit einem Link. Er klickt auf den Link und ist sofort im System bei dem Bild, bei dem Kommentar und kann entsprechend beginnen zu arbeiten. Und selbstverständlich kann hier auch eine Kommunikation, ein Austausch stattfinden und das Ganze wird sehr schön protokolliert. Man kann also jederzeit nachvollziehen, wer hat denn wann was gesagt, gefragt etc. Außerdem haben wir zu jedem Asset in unserer Datenbank, egal ob es ein Bild, ein Video, was auch immer ist, ein vollumfängliches Dashboard. Und dieses Dashboard können Sie sich natürlich inhaltlich komplett konfigurieren, was Sie gerne sehen möchten. Ich möchte hier mal auf ein paar Highlights eingehen. Zum einen, was man hier direkt oben in der Mitte sieht, super hilfreich. Ich kann sofort nachvollziehen, wer und wie oft hat denn dieses Bild geteilt? Wer und wie oft hat es sich angeschaut? Wer und wie oft hat es runtergeladen? Also wirklich doch sehr hilfreiche Informationen direkt hier auf einen Blick. Hier rechts sehen wir auch die Smart Tags, also die Objekterkennung KI-basiert. Das heißt, die Objekte wurden automatisch erkannt und automatisch verschlagwortet. Wenn wir ein bisschen weiter runtergehen, sehen wir direkt unten drunter, dass das Bild approved wurde. Und ich sehe auch ganz genau, von wem es approved, also freigegeben wurde. Und direkt unten drunter auch das Digital Rights Management. Wenn ich also zum Beispiel Rechte eingekauft habe, dass ich das direkt hier hinterlegen kann. Wofür habe ich die Rechte? Wie lange habe ich die Rechte? Alles hier entsprechend natürlich gepflegt. Wir haben auch noch einen weiteren künstliche Intelligenz eingebaut, nämlich hier zum Beispiel bei der Beschreibung. Sie sehen, hier gibt es eine Beschreibung auf Englisch. Und wenn ich jetzt aber des Englischen nicht mächtig bin, kein Problem. Ich kann einfach hier drauf gehen und kann mir das zum Beispiel auf Italienisch übersetzen lassen oder in eine x-beliebige andere Sprache und kann so genau sehen, worum es denn hier eigentlich geht. Ein paar weitere Dinge, die hier in dem Dashboard mit angezeigt werden können, sind zum Beispiel die ganzen ITPC-Informationen oder auch XMP. Ich sehe links nochmal die verschiedenen Kommentare, die gesetzt wurden. Wenn wir weiter runtergehen, sehen wir zum Beispiel auch, in welchen Orten und Alben das überall drin ist. Und ganz unten zum Beispiel jetzt hier mal auch die Versionierung. Denn es kann ja sein, dass im Laufe eines Lebenszykluses eines Bildes verschiedene Versionen erstellt wurden. Und hier kann ich die alten Versionen sehen. Ich sehe, kann auch genau sehen, wer hat sie denn hochgeladen und wann. Und ich kann selbstverständlich auch verschiedene Versionen miteinander vergleichen, wenn ich das gerne tun möchte. Und Sie können auch eigene Metadatenfelder hinzufügen. Sie sind also nicht auf das festgelegt, was wir ausliefern, sondern Sie können sich zu jeder Zeit beliebige eigene Felder hier auch selbstverständlich noch mit hinzufügen. Das ist überhaupt kein Problem. Wir können in Kanto natürlich nicht nur Bilder verwalten. Sie können in Kanto jedes digitale Format verwalten. Ganz gleich, ob das ein PDF-Dokument ist, ob das ein PowerPoint-Dokument ist, ob das ein
Illustrator, InDesign, es ist vollkommen egal. Jedes digitale Format kann von Kanto verwaltet werden und selbstverständlich auch Videos. Und bei Videos haben wir eine Besonderheit, wir unterstützen auch Video-Streaming. Das bedeutet, Sie brauchen keinen zusätzlichen Video-Streaming-Anbieter mehr, um Ihre Videos über die Webseite oder andere Kanäle zu streamen weltweit, sondern Sie können das wirklich direkt aus Kanto heraus machen. Und wir haben noch sehr viel mehr, was wir bei Videos können. Zum Beispiel die Gesichtserkennung funktioniert auch in Videos. Das heißt, Gesichter werden nicht nur auf Bildern erkannt, sondern wenn Sie zum Beispiel einen Unternehmensfilm haben und da ist die Geschäftsführung mit drauf, kann diese problemlos auch über die Gesichtserkennung erkannt und automatisch verschlagwortet werden. Außerdem können Sie auch die Kommentarfunktion nutzen in den Videos. Das heißt, ich kann an irgendeine Stelle navigieren innerhalb des Videos und kann hier einen entsprechenden Kommentar setzen. Und auch hier ist es wieder so, der Benutzer, den ich hier angesprochen habe, bekommt eine Benachrichtigung. Er kann draufklicken und kommt direkt zum Video an genau die Stelle, die ich in dem Video kommentiert habe. Zusätzlich können Sie das Startbild festlegen, weil oftmals fangen ja Videos an, ich sag mal, mit irgendeinem schwarzen Bildschirm oder dem Firmenlogo und dann sehen die alle in der Oberfläche gleich aus. Nicht so bei Kanto. Sie können wunderbar ein Startbild hinterlegen, das das Video repräsentieren soll. Außerdem haben wir automatische Untertitelerzeugung. Wenn Sie also zum Beispiel einen Vortrag aufgenommen haben oder in einem Video Sprache drin ist, können wir automatisch Untertitel dazu erzeugen. Überhaupt gar kein Problem. Also bei Videos können wir wirklich alles, da unterstützen wir sämtliche Funktionen, bis dahin, dass wenn ich das Video herunterlade, mir auch einen Ausschnitt aus dem Video laden kann, wenn ich nicht das ganze Video haben möchte. Und wie gesagt, Video Streaming wird selbstverständlich auch unterstützt. Ganz wichtiger Punkt ist, ich verwalte ja nicht nur meine Daten, sondern ich möchte sie ja auch mit anderen teilen. Und zum Beispiel möchte ich sie auf verschiedenen Social Media Kanälen teilen. Und das können Sie direkt aus Kanto heraus. Ich kann jetzt einfach hier auf das Video gehen, gehe hier unten auf den Teilen-Button und dann sehen Sie es. Ich könnte es direkt zum Beispiel auf YouTube oder auf Vimeo veröffentlichen. Ich kann es aber auch bei Pinterest oder Facebook direkt veröffentlichen oder auch im internen SharePoint oder auf OneDrive. Alles Dinge, die natürlich standardmäßig vollumfänglich enthalten sind. Und selbstverständlich auch ohne Mehrkosten. Wer jetzt sagt, naja, Facebook und Pinterest, das reicht mir nicht aus, kein Problem. Es gibt auch eine HubSpot-Integration, sodass man sich auch problemlos damit konnektieren kann, wenn man das möchte. Außerdem kann ich auch aus dem System heraus direkt Daten mit anderen teilen. Stellen wir uns vor, es ruft mich jemand an und sagt, hey, kannst du mir mal zu diesem oder jenem Thema was schicken? Kein Problem. Ich wähle die Daten hier aus, kann dann jetzt hier seine E-Mail-Adresse eingeben, kann sagen, wie lange darf denn der Empfänger auf die Daten zugreifen, kann ihm dann hier auch noch eine Nachricht mitgeben und im unteren Bereich kann ich mit wenigen Mausklicks festlegen, was darf denn der Empfänger mit den Daten machen und was darf er denn an den Daten sehen. Also sehr hilfreich. Außerdem haben wir eine vollumfängliche Office-Integration. Das bedeutet, Sie können uns direkt aus PowerPoint, aus Word oder auch beispielsweise aus Outlook heraus benutzen. Und ich habe das hier mal aufgezeigt. Wenn ich also zum Beispiel im Outlook bin, auch dann kann ich mich direkt hier innerhalb von Outlook mit Kanto verbinden. Und dann sehen Sie es, habe ich hier die Möglichkeit, entweder zu sagen, ich möchte zum Beispiel das PDF-Dokument verlinken in der E-Mail oder ich möchte es als Anhang bei der E-Mail anfügen. Beides kann man hier direkt über diese kleinen Buttons aktivieren. Und so kann ich wunderbar, ohne dass ich mein E-Mail-Programm verlassen muss, entsprechend arbeiten. Wir haben jetzt Daten ad hoc mal mit jemandem geteilt, beispielsweise per E-Mail.
Sie haben aber auch sicherlich den Anwendungsfall, dass Sie bestimmte Teile Ihres Datenbestandes mit bestimmten Benutzergruppen dauerhaft teilen möchten, ohne dass Sie denen jetzt Zugriff auf das Gesamtsystem geben möchten. Und dazu haben wir eine hervorragende Funktion, und das sind nämlich die sogenannten Portale. Und ich kann mir für verschiedene Zielgruppen verschiedene Portale generieren. Und Sie sehen es, so ein Portal hat einen ganz tollen visuellen Einstieg, wo der Benutzer abgeholt wird. Und wenn er dann runterscrollt, kann ich ihn wunderbar direkt hier auf bestimmte Themenschwerpunkte hinweisen. Ich kann sagen, schaut mal, hier findet ihr alles rund um das Thema Produktfotos. Oder hier unten findet ihr unsere Seasonal Campaigns. Und so kann ich wirklich ganz zielgruppenorientiert mir entsprechende Portale generieren und die Daten dann mit den entsprechenden Zielgruppen teilen. Und als Benutzer des Portals sage ich, oh, Hiking Shoes ist genau mein Thema. Einfach draufklicken und zack, bin ich bei den entsprechenden Daten. Und natürlich können Sie dann festlegen, ob diese Daten heruntergeladen werden dürfen und ob die Daten in bestimmten Formaten zur Verfügung gestellt werden sollen oder im Original. Das kann man selbstverständlich konfigurieren. Oder Sie können auch sagen, nein, die Daten dürfen nur angeschaut werden. Und wenn die ein Benutzer haben möchte, dann muss er eine Anfrage stellen. Und diese Anfrage kann dann natürlich von Ihnen freigegeben oder abgelehnt werden. Und so hat man eine hervorragende Möglichkeit, zum Beispiel so ein Presseöffentlichkeitsarbeitsportal aufzusetzen oder ein Portal für den internen Vertrieb oder für Partner und den jeweiligen Content entsprechend zur Verfügung zu stellen. Hinweis noch, diese Portale können entweder öffentlich sein, bedeutet jeder, der darauf geht, kann damit arbeiten, oder Sie können selbstverständlich auch ein Portal durch Benutzername und Passwort schützen, sodass nur autorisierte Benutzer damit arbeiten können. Eine weitere sehr hilfreiche Funktion sind die sogenannten Style Guides. Und ein Style Guide dient dazu, dass Sie Ihre Marke, Ihren Brand mit anderen teilen können. Stellen wir uns vor, Sie wollen mit einer neuen Agentur zusammenarbeiten, dann muss die neue Agentur ja wissen, wie sieht denn meine Farbwelt zum Beispiel aus? Wie sehen denn die Unternehmenslogos aus? Wie sehen denn Beispielbilder aus? Wie sehen denn Schriften, Key Messaging und so weiter? Kann ich wunderbar über so einen Style Guide eben kommunizieren, und als Benutzer kann ich dann hier auf das Logo klicken und bin dann auch direkt bei den verschiedenen Logos, die mir hier zur Verfügung gestellt werden können. Und wenn Sie in Ihrem Unternehmen verschiedene Brands haben, verschiedene Marken, gar kein Problem, Sie können natürlich mehrere entsprechende Style Guides anlegen und erstellen. Eine weitere sehr hilfreiche Funktion ist die sogenannten Workspaces. Stellen wir uns vor, Sie wollen an einer neuen Broschüre arbeiten und Sie wollen das aber gerne in einem sehr abgeschotteten Bereich machen. Da sollen bitte nur autorisierte Benutzer dran arbeiten können. Und dann ist so ein Workspace genau das Richtige. Ich kann mir also hier wunderbar so einen abgeschotteten Bereich erstellen und hier mit zum Beispiel externen zusammenarbeiten und weiß aber, dass ich vor fremden Blicken auch innerhalb des Unternehmens komplett geschützt bin, denn ich bewege mich hier in dem Workspace und bin damit vollkommen autark und kann hier in Ruhe arbeiten, ohne dass irgendwer sonst vorab davon irgendwas mitbekommt oder sieht. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie man Daten mit anderen teilen kann. Eine weitere nützliche Funktion innerhalb von Kanto ist, dass Sie auch Daten von anderen Personen anfordern können. Ja, also stellen wir uns auch hier mal vor, Sie haben eine Veranstaltung, dort schicken Sie einen Fotografen hin und sagen, hey, auf der Veranstaltung machen Sie doch mal bitte Fotos für uns. Und dann ist ja die Frage, wie bekommen Sie denn dann diese Fotos? Überhaupt kein Problem. Sie erzeugen einfach einen entsprechenden Upload-Link. Und diesen Upload-Link können Sie an den Fotografen schicken. Der muss kein Benutzer Ihres Systems sein, kann also irgendwer sein. Der Fotograf hat dann die Möglichkeit, Daten hochzuladen.
Sie können ihn auch auffordern, beim Hochladen entsprechende Informationen mitzugeben. Wenn die Informationen nicht gepflegt sind, nehmen Sie die Daten nicht an. Das geht selbstverständlich. Und dann kriegen Sie eine Benachrichtigung automatisch und Sie können hier auf Review klicken und können jetzt wunderbar die Sachen, die hochgeladen wurden, bewerten, betrachten und dann natürlich entsprechend auch zur Weiterverarbeitung freigeben. Eine wichtige Funktion ist auch immer wieder das Thema, dass sich Benutzer natürlich auch eigene Kollektionen zusammenstellen können. Nehmen wir mal an, ich arbeite an einem Thema und möchte gerne meinem Team verschiedene Vorschläge machen. Dann kann ich mir hier entsprechend eine eigene Kollektion anlegen und kann diese Kollektion dann natürlich auch mit anderen teilen, kann auch jederzeit Inhalte hinzufügen oder wieder rausnehmen. Und ich kann mir sogar diese Kollektion auf meinen Schreibtisch synchronisieren lassen. Und warum kann das auch Sinn machen? Stellen Sie sich vor, ich selber nutze das auch tagtäglich. Und zwar habe ich in der Kollektion drin liegen die PowerPoint-Broschüren, Angebotsvorlagen etc., die uns Marketing zur Verfügung stellt. Das habe ich mir in einer Kollektion zusammengesammelt, lasse mir das auf meinen Schreibtisch synchronisieren. Und wann immer ich die Angebotsvorlage öffne, wann immer ich die Unternehmenspräsentation öffne, ich weiß, ich habe immer die neueste Version. Es kann mir nicht mehr passieren, dass ich mit einer alten arbeite. Ich habe noch 3 Minuten Zeit. Da möchte ich Ihnen noch gerne auch zeigen, dass wir selbstverständlich auch mit InDesign arbeiten können. Und zwar nicht nur mit InDesign. Wir haben einen Adobe-Connector, bedeutet, wir können mit InDesign, Adobe, Illustrator und Premiere Pro zusammenarbeiten. Das heißt, man kann sich aus diesen Produkten direkt mit Canto verbinden, ohne entsprechend InDesign verlassen zu müssen. Und das geht sehr, sehr einfach. Und natürlich kann ich dann auch die InDesign-Dokumente wieder zurückschreiben in die Datenbank. Das geht selbstverständlich. Und ich zeige Ihnen das mal. Ich starte hier mal InDesign. Und dann lege ich mir hier schnell mal ein neues InDesign-Dokument an. So. Und dann kann ich mich, wie Sie sehen, direkt geht der Adobe Connector auch auf. Ich kann mich mit meiner Datenbank verbinden und kann dann direkt auch entsprechend Daten platzieren. Ich brauche die einfach nur auswählen, gehe auf Insert und zack, kann ich die hier drüben direkt in meinem entsprechenden Dokument platzieren. Überhaupt gar kein Problem. Und natürlich geht das mit Photoshop, mit Illustrator und mit Premiere Pro. Gar kein Thema. So. Das waren jetzt ganz viele Informationen in ganz kurzer Zeit. Gibt es denn schon die ersten Fragen? So, ich teile jetzt mal kurz meinen Bildschirm nochmal. Oder besser gesagt, erstmal vielen Dank für die Demo, Thomas. Ich finde es sehr anschaulich. Das ist, glaube ich, wirklich bei klar geworden, was ich vorhin sagte. Canto hat natürlich viele tolle Features, aber es geht eben auch darum, dass Ihnen den Arbeitsalltag zu erleichtern und diese Features einfach wirklich sehr toll ineinander greifen und die alltägliche Arbeitsprozesse wirklich gut erleichtern. Genau. Wir haben ja jetzt auch nur mal einen ganz schnellen, ganz groben Abriss gegeben. Wir können natürlich noch viel mehr. Und ich sehe auch schon, eine Frage kam gerade schon rein. Und das war nämlich die Frage, ob die Daten eigentlich in der Cloud liegen oder lokal. Und das haben wir am Anfang vergessen zu erwähnen. Canto ist ein reines Cloud-System. Das heißt, die Daten liegen in der Canto Cloud. Aber keine Angst, das ist eine deutsche Cloud, die ist im Amazon-Rechenzentrum an Frankfurt am Main. Und wir erfüllen natürlich sämtliche europäischen und deutschen Datenschutzbestimmungen. Und wir sind vom BSI, vom Bundesamt für Datensicherheit, RSC2 zertifiziert, also die höchste Zertifizierung, die man, was das Thema Security betrifft, haben kann.
Aber es ist richtig, es ist eine reine Cloud-Anwendung. Jetzt hast du schon InDesign gezeigt und auch erwähnt, dass Photoshop integriert werden kann. Thomas, wie ist es denn jetzt mit anderen Anwendungen, wenn ich zum Beispiel eine CMS habe, was ich einbinden möchte oder eine andere Business-Software? Wie geht das denn? Überhaupt kein Problem. Wir haben Schnittstellen zu allen Standard-CMS-Systemen, also egal, ob das ein WordPress ist, ein Typo3, ein Drupal, ein First Spirit Sitecore etc. Zu allen Standardsystemen haben wir auch entsprechende Schnittstellen. Und auch im PIM-Bereich haben wir natürlich entsprechende Schnittstellen zu Via Medici, MyView oder Hybris. Überhaupt gar kein Problem. Und sollten wir mal eine Schnittstelle noch nicht haben, ist das auch kein Problem, denn wir stellen entsprechend kostenfrei eine API zur Verfügung und diese API darf jeder Kunde von uns natürlich nutzen und wir liefern natürlich auch kostenfreien API-Support. Das heißt, wenn Sie nicht genau wissen, wie Sie etwas umsetzen möchten, kein Problem, rufen Sie an. Wir helfen Ihnen entsprechend bei der Umsetzung und das kostet selbstverständlich nichts extra. Jetzt gibt es hier noch eine Frage zu dem Datenbestand. Absolut, gibt es da eine Obergrenze für die Anzahl der Dateien, die ich in Kanto speichern kann? Nein, es gibt keinerlei Obergrenze. Also wir haben zum Beispiel einen internationalen Kunden, der hat mehr als 10 Millionen Bilder und Videos. Das ist nämlich die Grammy Awards. Die nutzen auch Kanto. Und die haben, wie gesagt, über 10 Millionen Bilder und Videos mittlerweile in Kanto gespeichert. Das ist kein Problem. Und es ist dann auch immer die Frage, wie kommen denn eigentlich diese Daten in Kanto hinein? Naja, zum einen könnte man sie hier über Upload hochladen. Aber Sie können sich vorstellen, wenn Sie 1.000 Bilder oder, keine Ahnung, eine 250.000 Bilder haben, die Sie hochladen möchten, geht das vielleicht nicht so schön hier über einen Browser. Deswegen hat Kanto ein kleines Programm, den sogenannten Kanto Connect. Den können Sie kostenlos aus dem App Store für Macintosh oder aus dem Windows Store für Windows natürlich herunterladen, kostenfrei. Und mit diesem Advanced Uploader kann ich jetzt ganze Verzeichnisstrukturen, die ich lokal habe oder auf meinem Server habe, direkt in die Datenbank hochladen. Und das nutzen wir selber zum Beispiel auch zur Datenmigration. Wenn wir also beim Kunden die lokalen Server eben in die Daten in unsere Cloud migrieren, nutzen wir das Tool hier entsprechend, um eben ganze Terabytes an Daten in die Cloud hoch zu migrieren. Okay, ich würde sagen, das war es erstmal für heute. Ich würde aber gerne, falls Sie noch Fragen haben, verweisen auf unsere Webseite, auf kanto.com. Da finden Sie natürlich Kundenberichte, wo wir nochmal anschaulich dargestellt haben, Interviews und mit unseren Kunden, wie die eigentlich mit Kanto arbeiten. Da können Sie sich etwas inspirieren lassen davon. Sie finden auf kanto.com aber auch aktuelle E-Books, Tutorials, wo Sie bestimmte Funktionen sich noch einmal anschauen können. Und natürlich finden Sie auch alle bisherigen Webinar-Aufzeichnungen, wo Sie auch das eine oder andere bestimmt noch entdecken können. Und sonst natürlich stehen wir Ihnen auch gerne noch zur Verfügung bei Fragen. Dann würde ich jetzt mal sagen, vielen Dank für Ihr Interesse und für Ihre Teilnahme heute. Wir wünschen Ihnen noch einen produktiven Tag und bis zum nächsten Mal. Alles klar, auf Wiedersehen, machen Sie es gut. Und bleiben Sie gesund.